Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Wild Farming LS17 mit dem Guten, mit dem Werner, mit dem Ansgar, mit dem Lion, mit dem Tino, also Manus und den Freezy. Hallo. Hi. Hallo. Hey, lass mal, hallo. Haben wir noch einen Grober irgendwo? Dann hol ich ja, noch. Feld 23, kreuz und quer, keine Ahnung warum. Ja, das ist doch mal schön abgelegt. Ordnung ist das halbe Leben. Ist das so? Da musst du mein letztes Video anschauen. Ich hab's gesehen. Hab ich. Ganz mein kurz. Beileid. Leon, willst du tauschen? Ja, können wir machen, ja. Ja. So ein Umzug ist schon nicht ohne, ne? Wenn das stimmt, Amazon-Prinzip. Hab ich auch gesehen. War die eigentlich so geplant im Vorhinein? Die Rumtour? Ja. Ah, ich glaube, es war eher spontan. Ja, okay. Ja gut, was ich sag mal so, dafür braucht man sich nicht schämen, wenn man vor einem Tag, also vor 12 Stunden vorher erst umgezogen ist. Also das. Ja, auf alle Fälle. Dafür war es erstaunlich aufgeräumt. Also ich fand das krass, dass dein ganzes Zimmer da schon mit den Schrecken und mit den Spielen vor allen Dingen. Ach so, ja. Das ist ja auch am wichtigsten. Ich muss ehrlich. Ja? Man hat auch gesehen, das Zimmer war das, was Tino, ne, das wollte halt unbedingt fertig haben. Ja. Alles andere sieht aus wie Kraut und Rüben, aber das Zimmer, bis auf die eine Ecke, ist fertig. Ja. muss ich sagen, habe ich schon Samstag sind wir umgezogen und da habe ich tatsächlich schon den Donnerstag und Freitag für geopfert. das Zimmer habe ich gesagt, das mache ich zu meinem privaten, ne, mache ich alleine und dass das schon mal steht auf jeden Fall. Na klar, ist schlecht, wenn das wenn man dann, naja. Ach ja. Nein, aber es ist schon ein ganz schönes Chaos, alter Schwede, also das war schon echt heftig. Es ist jetzt ein Tag später, muss ich sagen, hat sich schon wieder sehr viel getan. Also das Wohn- und Esszimmer ist schon wieder fast komplett fertig, ne? Also Wohnzimmer ist fertig in dem Sinne, da steht schon gar nichts mehr rum, das ist alles schon ordentlich wieder. Meine Frau hatte heute noch einen Tag Urlaub und hat heute den ganzen Tag gewuselt. Wie war das? Habe ich das richtig in Erinnerung, dass irgendwie ein Sack mit ihren Klamotten irgendwie weggeschmissen wurde? Oh, hör auf. Ganz grauenhaft. Das ist aber wirklich. Also ohne Mist, wir haben natürlich alles, was geht, so viel wie möglich aussortiert. Weil wenn man einmal umzieht, die Chance haben wir genutzt, was wir nicht mehr brauchen, weg. Und auch ganze Scheiße raus. Ja, und Klamotten, es sammelt sich so viel an. Es ist unglaublich. Also wir haben von diesen 60 Liter Müllsäcken 6 randvolle Säcke gehabt mit Klamotten, die weg konnten. Und einer konnte halt nicht weg. Ja, das Problem ist, wir haben aber auch in diese Säcke die anderen Klamotten rein. Und leider hat sich irgendeiner, vielleicht war es ich selber, vielleicht ich, vielleicht irgendein Umzugshelfer, diesen Sack geschnappt, wo ihre gesamte Unterwäsche drin ist. Die Strümpfe und alles eben. Und hat das mit einem Container gepackt. Boah. Also das ist echt, ey, die kam wirklich gestern, die stand vor mir, so total sprachlos, so, ich sag, was ist los? Ist irgendjemand tot? Und da hat sie mir das erzählt, was ist. Und da habe ich so, ach du Scheiße. Ich sag, ja, was wollen wir machen? Ich hol die Flex, wir machen den Container auf. Weißt du, mitten in der Nacht. Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, ja, zum Container, da muss ja Telefonnummer dran stehen oder irgendwas. Muss ja irgend so ein Typ geben, der den Container aufmachen kann. Wenn man da aus Versehen was reinwirft. Es kann ja nicht sein, dass das weg ist. Hm. Ja. Und da hat sie heute den ganzen Tag telefoniert und das Problem ist, es stehen bei uns 4 Altkleidercontainer. Und für jeden ist jemand anderes zuständig. Nein, es ist aufgeteilt in 2-2. Und bei dem einen steht Telefonnummer dran und bei dem anderen eben nicht. Da, wo es dran steht, die 2 Container, also die sagen Bescheid, wenn sie lernen. Das ist diese Woche. Und da kann sie direkt mit hin. Und ja, die anderen weiß sie nicht, was sie machen soll. Weil wir haben in beide Container geschmissen und es weiß jetzt, wissen nicht wohin. Ja, bei den anderen wissen wir nicht so richtig. Weil nichts dran steht, überhaupt nichts eben. Wir wissen halt nicht, ob es vielleicht DRK ist, also hier Deutsches Rotes Kreuz. Wollen wir mal noch nachfragen? Kein Plan. Ist eigentlich scheiße, wenn da nichts dran steht. Kleppen Aufkleber drauf. Vorsicht, Unterwäsche drin, bitte anmelden. Nein, das ist, sie hat einen Zettel in den Container geschmissen, großes A4-Blatt.
Also. Mit Telefonnummer drauf und dass sie doch bitte bei Leerung sofort anrufen sollen. Dadurch, dass meine Frau um die Ecke arbeitet, könnte sie dann auch sofort da sein. Und ja, kann man aber dann auch nur hoffen, dass sie es auch machen, ne? Das ist die andere Geschichte. Ja. Wie gesagt, ich habe ja angeboten, den Container aufzubrechen. Ja, es ist halt mega kacke, weil da war echt viel drinne, also wirklich viel. Das war randvoll. Die ganze Unterwäsche auch, die ganzen BHs und alles. Auch ein bisschen Kleidung für Amore. Ja, aber okay, auf jeden Fall. Tino, die freut sich das. Junge, ich habe erst vor 3 Wochen 40 Euro auf Eis.de investiert. Alles im Arsch. Nein, Spaß. Nee, aber sehr ärgerlich. Also ich glaube, ich hätte geheult, wenn es meins gewesen wäre. Das klingt jetzt auch scheiße, oder? Immer vor deinem PC wäre weggekommen, oder? Oh, nee, unmöglich. Er hat keine Flex gebraucht für den Container. Deswegen habe ich ja... Oder sowas ist doch kaputt gegangen, oder? Mein Monitor ist verreckt, ja. Genau, also so ganz fern ab der Realität. Mein Drucker ist auch kaputt. Drucker und Monitor. Aber ich muss sagen, beim Drucker habe ich so aufgeatmet, so, oh, endlich. Endlich ein neuer Drucker. Hast du ihn zumindest versichert davor noch? Den Drucker? Ja, der hätte ich bestimmt eine 1,95 bekommen oder so. Das war ein Brotter und der war so alt. Also so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Problem ist, wir hatten immer noch Patronen, ne? Für dieses Teil und deswegen haben wir den nie weg und ach, nervig. Und der Monitor, ihr werdet es nicht glauben, ist wahrscheinlich wieder ganz. Okay, ja. Wie das? Das Netzteil? Hat nur einen Schock gekriegt beim Umziehen. Nein, das Netzteil ist ganz, aber der Monitor ist quasi, wie soll ich es erklären? Also wenn man ihn anschaltet, der hat unten diesen Anschaltknopf und der leuchtet blau, wenn er halt an ist und gelb, wenn er Standby ist. Und der hat immer nur blau geflackert. Und ich hatte so das Gefühl, wenn er warm ist, also wenn er ein Stück Dings, dann geht er an. Und er hat ja Freitag beim Livestream, nachdem ich ihn 5 Minuten habe flackern lassen, da noch ging er ja nochmal. Danach hat er aber kein... Musst du vorheizen. Nee, pass auf. Ein Kumpel von mir ist da so ein bisschen so Elektronik oder wie nennt sich das? Ist das Elektronik? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, IT ist es nicht. Nee, aber der, keine Ahnung, der kann ja auch den Fernseher reparieren. Und ich glaube, das heißt Elkos. Elkos? Kennt das jemand, Elkos? Die sind da irgendwie, das ist was auf der Platine aufgelötet ist. Elkos? Keine Ahnung. Sagt mir nichts, ne? Mir auch nicht. Aber er hat es mir nur so erklärt und die überhitzen irgendwann und dann blutet, also die werden immer dicker. Weißt du, die gehen so leicht auf und irgendwann gehen die halt einfach kaputt. Und er hat gesagt heute zu mir, also gestern, heute habe ich ihn vorbeigebracht, den Monitor, und er hat mir vorhin geschrieben, dass der, dass er wieder ganz normal geht, dass ich ihn abholen kann und er denkt, dass es das gewesen ist. Bin gespannt. Also der hat die aus der Platine rausgelötet und hat da neue reingelötet. War halt eine Sache von, keine Ahnung, 20 Cent, 30 Cent, ich weiß es nicht. Ja. Ja, aber wenn du jemanden hast, der was dir unbedingt was verkaufen möchte, dann sagt, ja, nee, der geht nicht mehr, kauf einen neuen. Sicher. Ja. Monitor ist ja auch nicht mehr so teuer, muss man auch dazu sagen, ne? Und ja. Aber der bastelt halt gerne und der hat halt echt Ahnung davon und deswegen hatte ich den gefragt und ja. Und vor allen Dingen, er wohnt im Dorf, ne? Ja, okay. Ja. Bin ich gespannt. Wenn er wieder geht, wäre natürlich ganz cool eigentlich. Weil das Problem ist, ich würde eigentlich ganz gerne so eine Dreierkombination vom Monitor haben, aber eben alles dieselben. Ne? Ja, kenne ich. So richtig. Mit so einem richtigen Ständer dabei? Ja, genau. Also mit so einem richtigen Befestigungsgedöns? Ja, genau, ja, wo du alle Füße abmachst und dann alle Monitore da dran geschraubt hast. Und was halt einfach ordentlich aussieht. Und naja, und jetzt aktuell habe ich 2 Acer, das sind aber auch 2 unterschiedliche. Und ein 22,5 oder 24 Zoll, was das hier ist. Naja. Und eigentlich möchte ich mal alles die gleichen haben. Oder dieselben. Und ja. Das Problem ist nur immer, welche nimmt man, ne? Genau, das ist das Problem. Weil wir werden 144 Hertz am liebsten, eine Millisekunde Reaktionszeit, aber ja. Einmal nachfüllen, bitte. Musst du herkommen.
Die Einnahme, die wir jetzt gerade lukrieren, ist nur aus Stroh, ne? Ja. Richtig. Krass. Kann ich dann mal ernten? Was hast du denn an den Ernter? Was hast du denn zum Tauschen? Ich habe gerade das gesamte Feld 15 angesät. Ja, das klingt gut. Bist du jetzt gleich? Ich bin fertig. Mal klatschen. Also, danke. danke. Ich mache Randy fix noch voll und dann, ja. Gut, dann fahre ich weiter. Achso, du kannst auch Randy voll machen. Da kannst du ja ein bisschen mit dem Frontlader rumhandeln. Ups. Ja, kann ich machen. Fahr mal vor. Du Sauer. Freezy, wie übernehme ich deinen Kurs? Ich habe hier irgendwie Sachen. Einkaufswagen. Muss, genau, an mich ranfahren und dann den Einkaufswagen und dann. Und jetzt noch Sattgüte und dann haben wir's. Warte, das kann der Werner machen. So, Werner. Jo, Brecher ist leer. Jo. Oder frei. Meine auch. So. Ah. So. Danke. Hast du GPS gefahren? Ja. Jo, hab ich. So, deswegen ist hier, kann ich auch nur immer wieder sagen, Mikrofon ist halt noch ein bisschen, ne, nicht so schön wegen Hall und alles, aber naja. Aber hört man jetzt gar nicht, also zumindest hier. Mit TeamSpeak dämpft das ja gut, aber... Es halt etwas mehr wie vorher, sagen wir es mal so. Aber ich krieg noch so einen kleinen Teppich und, und, noch so ein, dieses IKEA-Regal hier mit diesen vielen Fächern. Was sagst du denn, Randy? Saatgut. Ach, Saatgut. Oh, fuck. Hat mir der Herr Billy-Regal. McManus einen Streich gespielt, in die falsche Stelle gestellt. Tut mir leid. Holst du dir jetzt noch einen Depsch? Depsch? Ja, also so ein, Also, ich habe ein Problem. Der Drescher fährt bei mir nicht rückwärts. Vorwärts-Rückwärtsschaltung? Der Pfeil ist nicht an. Dann mach den mal an und aus. So. Fast. Einmal richtig gegentreten, dann sollte es wieder funktionieren. Das ist immer so bei den alten Geräten. Einfach mal Ding-Dang und dann läuft er wieder. Leider auch nicht. Soll ich mal probieren? Keine Ahnung. Ja, warte. Hä? Okay. Mach mal hier. Das ist der Pfeil, bei mir ist der Pfeil an gewesen. Und bei mir ist der Pfeil nicht an, der wird nicht angezeigt. Jetzt wieder weg, probier's noch jetzt. Ich habe den Pfeil gerade mal weggemacht. Oh lol. Okay, keine Ahnung, wieso er nicht bei dir angezeigt wurde. Wurde nicht angezeigt. Ich habe auch mal länger Leertaste gedrückt und ging auch nicht weg. Oder ging, ist nichts passiert. So. Ein Gamer's Magic Hands. Oh, Spirit Fingers. Kann man das gar nicht sehen, wie viel wir durch Stroh, also explizit durch Stroh verdient haben? Nee, ne? Nee, da steht leider nur Ernte. Also. Schade. Hätte mich auch interessiert. Aber ich glaube, aber wir haben ja nichts anderes verkauft, von daher. Ja, eben. An dem Tag haben wir heute quasi in der letzten Aufnahme haben wir ja die Lager. Ach, stimmt, ja, stimmt. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendjemand beim Grubbern helfen? Düngen? Also, hier, Feld 12 wird gegrubbert. Reason? Mit zwei Mann, ja. Der kann angesät werden, Werner. Ach so, hat nicht synchronisiert. Also. Ja. Ich weiß nicht, wo Werner, ich weiß nicht, wo Randy ansät. 14. Der Randy sät ja Mais, oder? Der Leon hat gar keine Lust, das ist mein Korn zu nehmen. Gefällt mir nicht, über anderes Korn. Dein Korn ist scheiße. Wollen wir auf die 12 nochmal Raps draufballern? Ja, wegen mir. Also Raps haben wir jetzt schon auf... Bleib halt stehen! Dann haben wir zwei Felder Reis und zwei Felder Raps, glaube ich. Wer ist voll? Der Drecher oder was? Ja, ich habe noch 40% drin. Kannst du deinen hier Pimmelmann-Anhänger voll machen? Oh. Pimmelmann-Anhänger? Der wird sogar wirklich voll. Hey, der ist cool, der Farmtrech. Ja, ich finde den auch cool. Oh, da wird geschubst und gedrängelt hier und. Wer sich auch mal schubsen und drängeln? Nein! Nicht am Popo! Und tschüss. Steh da nicht auf sowas. Nee. Nur wenn's Licht aus ist. Also früher fandest du das immer toll. Oh, zerrat er den Leuten nicht alles. Ist ja grauenhaft. So, hast du noch Platz, Leon? Was? Hast du noch Platz, Leon? 5%, ja. Oh, endlich noch ein Flug, endlich. Ich war erstmal weg. So.
Hier, frisch aus meinem Poppeskuchen, kannst du einsammeln. Oh. Ist noch warm. Ja, ist noch, ja. Ist noch warm. Lecker. Jetzt ist aber Esszeller erstmal die Folge hier vorbei, deswegen Däumchen da lassen nicht vergessen, morgen wieder vorbeischauen. Wir uns da rein wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.